Los. Das ist alles so furchtbar. Aber wenn ich dich sehe, dann geht's mir gleich viel besser. Also, was ist passiert? Woher hast du die? Mein Mann hat sie mir heute Morgen auf den Frühstückstisch gelegt. Was hast du ihm gesagt? Guten Tag, darf ich was bringen? Ein Glas Wasser, bitte. Ein Glas Wasser. Ich habe ihm gesagt, dass er und ich, dass wir uns auseinandergelebt haben. Und dass wir uns schon lange nichts mehr zu sagen haben. Und er? Er wollte wissen, welche Bedeutung du für mich hast. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit dir zusammenbleiben will. Du bist doch alles für mich. Er saß ganz still am Tisch und hat mich nur angesehen. Dann stand er auf und sagte, darüber ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich habe solche Angst, dass er dir was antun will. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde mir ein Hotel suchen. Aber du kannst doch zu mir kommen. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist. Entschuldigung. Hallo? Und hat er gesagt, wann er wieder zurückkommt? Sie fahren jetzt nach Hause, gut. Okay, vielen Dank. Das war unsere Haushälterin. Sie hält zu mir. Mein Mann ist gerade weggefahren. Ich werde zu Hause jetzt ein paar Sachen zusammenpacken. Warte, ich werde mitkommen. Das ist nicht nötig, wirklich nicht. Vielen Dank. Machen Sie mir dann die Rechnung fertig, bitte. Es tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Das Wichtigste ist doch, dass wir uns beide haben. Hm? Ich ruf dich an, ja? Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Wunderschön, wirklich, aber ich glaube nicht. Nee, wirklich nicht. Sie stammen aus einer ganz alten Sammlung. Ja, erlauben Sie. Bitte. Ich würde Ihnen einen guten Preis machen. Da kommt Herr Klares. Sprechen Sie mit ihm. Guten Tag. Guten Tag. Der Herr bietet Stiche an. Aus der Sammlung Gläubach. Die sind bestimmt ein Begriff. Was haben Sie denn für Motive? Tiere, Pflanzen, auch alte Waffen und Mode. Wir sind aber auf Landkarten und Städteansichten spezialisiert. Aber das sind alles gut erhaltene, kolorierte Kupferstiche. Wir haben für sowas keine Kunden. Tut mir leid. Bruder Holz hat den Auktionskatalog geschickt. Was Vernünftiges dabei? Ein paar interessante Blätter. Antiquariat Klares. Ja, einen Moment. Für Sie. Ja, es tut Klares. Mir, aber sein Weg ist jetzt. Ich bin's. Hella. Du. Es ist was passiert. Ich kann nicht mehr. Kannst du bitte kommen? Ich bin gleich da. Ja. Thank you.
Was ist passiert? Komm rein. Danke, dass du gekommen bist. Du bist vorhin in einen fremden Wagen eingestiegen. Ja, eine Freundin. Sie hat mich gebracht und auf mich gewartet. Ich habe ein paar Sachen zusammengepackt und sie runtergebracht. Plötzlich stand er dann in der Tür und hat mich beschimpft und mich geschlagen. Er war ganz außer sich vor Wut und dann habe ich das Kamineisen genommen und ich wollte ihn doch nicht umbringen. Du hast dich doch nur gewehrt. Aber sie werden mich einsperren. Was wird denn aus uns? Du musst der Polizei erklären, was passiert ist. Ich erbe sein Haus. Ich erbe sein Geld. Ich habe einen Geliebten, dich. Sie werden mir nicht glauben. Hat jemand was mitbekommen? Ich glaube nicht. Wir werden der Polizei sagen, ich bin hier gewesen. Ich habe gesehen, wie er dich angegriffen hat. Ach, das bringt doch nichts. Dann nehmen sie uns beide fest. Wir müssen ihn einfach wegbringen, an irgendeinen abgelegenen Ort. Er hat ein Jagdrevier bei Schäftlern. Es wird dann so aussehen, als wenn es dort passiert wäre. Morgenstunden Temperaturen von minus 5 bis minus 3 Grad, örtlich Bodenfrost. Im Verlauf des Tages bleibt es wechselhaft, vereinzelt Regen oder Schnee mit sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit unserer Sendung Jazz um Mitternacht. Suche Sie hier. Oh Mensch, haben Sie mich erschreckt. Ich habe mich verfahren. Ich wollte schauen, ob ich da wieder rüberkomme irgendwie. Hier kommt man nicht rüber. Können Sie nicht lesen? Außerdem ist hier Wasserschutzgebiet. Ja, doch. Tut mir leid. Ich habe nicht aufgepasst. Soll nicht wieder vorkommen. Thank you.
Ja, guten Abend, Klares. Ich bräuchte eine Nummer in München. Und zwar Riedberg, Heller Riedberg in der Bergheimer Straße. Ja, ich warte. Ah, sind Sie sicher? Ja, vielleicht mit einem anderen Vornamen. Aha, haben Sie nicht, gut. Nein, nein, macht nichts, vielen Dank. Sie, was ist mit dem Wasser? Das ist eine Wasserleiche angeschwemmt worden. Wasserleiche? Ja. Haben Sie irgendwas gesehen? Nein, gesehen habe ich nichts. Ich bin gerade beim Job hingegangen. Morgen. Morgen. Hallo. Morgen. Die zwei Mädchen haben die Leiche gefunden. Sie hatte sich im Gestrüpp von Wehr verfangen. Und die Kollegin befragt die Kinder jetzt. Gut, danke. Gibt es Anhaltspunkte zur Person? Nein, keine Papiere. Nur einen Siegelring, die Kleidung und eine Decke, in der er verpackt wurde. Das ist leider alles. So schon an der Hand. Dankeschön. Ja, bitte. Morgen, Doc. Morgen, Siska. Halt, stopp, stopp. Erstmal Vorstellung. Das ist unser neuer Kollege. Robert Dahlberg. Wissen Sie, an Land erschlagen und dann ins Wasser geworfen. Wie lange kann er denn schon im Wasser gelegen haben? Keine 24 Stunden. Alles andere, wenn wir ihn auf dem Tisch haben. Da unten haben wir die Leiche gefunden. Ja, aber das ist ja Kaschmir. Wer packt denn eine Leiche in so eine teure Decke? Vielleicht war keine billigere da. Oder ein Menschenfreund, damit der Tote nicht friert. Also, beide Ufer absuchen, von Wolfratshausen bis hierher. Irgendwo muss der Täter ihn ja ins Wasser geworfen haben. Was ist mit Fotos, zwecks Identifizierung? Ja, natürlich. Ein bisschen zurechtmachen, aber klar brauchen wir die. Ja, Dahlberg. So eine Wasserleiche, das ist kein schöner Anblick, ne? Wasserleichen sind die schlimmsten. Ich möchte zu Frau Riedberg. Da müssen Sie sich irren. Eine Frau Riedberg gibt es hier nicht. Aber die wohnt hier. Wer sind Sie denn? Ich komme später nochmal vorbei. Danke. Warten Sie. Mützelein, mach dich nicht wieder schmutzig. Schwere Schläge auf den Schädel, die mit äußerster Wucht und einem harten Gegenstand ausgeführt wurden. Außerdem haben wir Spuren einer Metalllegierung an den Haarwurzeln festgestellt. Stumpfe Gewalteinwirkung? Hammer, Eisenstange? Bringst du denn den Metallsplitter gleich ins Labor? Bin schon unterwegs. Dann haben wir ja morgen die Ergebnisse. Genau. Kann ich mal die Fotos haben? Aber etwas ist seltsam. Sie erinnern sich, wie der Tote an der Fundstelle ausgesehen hat. Der Schädel war blutüberströmt, aber dieses Blut ist nicht frei geflossen. Es ist dem Toten über das Gesicht gestrichen worden. Wie habt ihr das denn feststellen können? Ich meine, der lag ja stundenlang im Wasser. Ja, er hatte diese Plastiktüte über dem Kopf. Genau. Darf ich? Klar. Dahlberg? Wunderbar. In welcher Gegend? Ich verstehe. Wir sind noch in der Gerichtsmedizin. Bis nachher. Wir kennen jetzt die Stelle, an der der Tote ins Wasser versenkt wurde. Es gibt einen Zeugen. Doc, danke. Wiederschauen. Er hat gesagt, er hätte sich verfahren und wollte schauen, ob man hier über die Brücke kommt. Aber die Brücke ist gesperrt, das sieht man doch. Erinnern Sie sich noch an die Uhrzeit? Es hat nicht viel auf 24 Uhr gefehlt. Das war mein letzter Rundgang. Und haben Sie sich die Autonummer gemerkt? Wenn hier plötzlich ein Wagen mit offenem Kofferraum steht, ich meine, der entsorgt ja vielleicht seine alten Autoreifen oder sonst irgendeinen Müll. Sagen Sie mir doch bitte die Nummer. MSL 302.
Danke, ich melde mich wieder bei Ihnen. Zur Zeugenaussage kommen Sie dann bitte ins Kommissariat. Auf Wiedersehen. Ja, gern. Wiedersehen. Arnsberg, Bamberg, Heidelberg, Heidelberg. Da finden wir schon was. Ein Stadtbild soll es sein, möglichst alt. Denken Sie an eine bestimmte Ansicht? An eine Gesamtansicht von Heidelberg. Wissen Sie, mein Mann ist da geboren. Da haben wir jetzt nichts da, aber warten Sie, da gibt es einen ganz alten Stich von Merian. Ich kann mal nachschauen. Ah, ja. Den mal? Da könnte was drin sein, Herr Klaus. Ich werde versuchen, den für Sie aufzutreiben. Aber da würden Sie uns eine Riesenfreude machen. Mein Mann wird nämlich 50. Ja. Gut, dann bräuchte ich mal Ihren Namen und Ihre Anschrift. Herr Wrede aus Vaterstetten, Bellerstraße 32. Und die Telefonnummer. Guten Tag. Einen kleinen Moment bitte, ja? Lassen Sie sich ruhig Zeit. 08106, das ist die Vorwahl, und dann die 316077. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir wollen zu Herrn Klaris. Kommt gleich. Super, das ist ganz reizend. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Für Sie. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Jörg Klaris? Ja. Viktor Siska, Kriminalpolizei, das ist mein Kollege Herr Dahlberg. Ein interessantes Geschäft haben Sie. Darf ich fragen? Ja, Sie dürfen fragen, was Sie wollen, aber erstmal fragen wir, wo waren Sie vor zwei Tagen zwischen 23 und 24 Uhr am Mittwoch? Ich nehme mal an, zu Hause. Ich gehe mal früh ins Bett, kommen Sie bitte. Ach, Sie sind nicht zufällig nochmal weggefahren, Richtung Bayerbrunn? Doch, ich habe meinen Vater nochmal besucht. Der lebt in Penzberg im Altersheim. Er hat einen Schwächeanfall in der Nacht. Ach, und nach Penzberg, da fahren Sie immer durch Grünanlagen. Durch die Isarauen, ein Wasserschutzgebiet. Nein, ich... Bei Bayerbrunn war die Straße gesperrt, ich bin der Umleitung gefolgt und habe mich einfach verfahren. Warum fragen Sie? Wir haben da gestern früh einen Toten gefunden. In eine Kaschmirdecke gehüllt. Ja, ja, das... Davon habe ich gelesen, in der Zeitung. Ihr Wagen stand am Mittwochabend keine 20 Meter von der Stelle entfernt, an der Tote ins Wasser geworfen wurde. Behaupten, ich hätte was damit zu tun. Der Wagen mit der Nummer MSL 302, der vor Ihrer Tür steht. Ja, das ist mein Wagen. Den würden wir gern von unseren Technikern untersuchen lassen. Wir haben einen Abschleppdienst mitgebracht. In diesem Fall kostet Sie das aber nichts. Ja, entschuldigen Sie, ich habe meinen Vater besucht und habe mich verfahren in der Dunkelheit. Ja, ja, ja. Kennen Sie diesen Mann? Wer soll das sein? Das ist der Tote aus der Isar. Nein, nein, tut mir leid. Den kenne ich nicht. Nach Ihrem Autoschlüssel, bitte. Wann kriege ich den Wagen denn wieder? Ein bisschen Geduld müssen Sie haben. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Ob ich irgendwas für Sie tun kann? Nein, das können Sie nicht. Entschuldigung. Stimmt so, dann. Dankeschön. Thank you.
versuche vergeblich, Sie zu erreichen. Unser Treffen müssen wir wohl verschieben. Rufen Sie mich bitte an. Gruber. Herr Doktor, ich weiß nicht, wo Sie stecken. Ich war gestern da und weiß jetzt nicht, ob ich morgen kommen soll. Ich melde mich nochmal. Ende der Aufzeichnungen. Hey, wer bist du denn? Komm her, komm. Das ist ja wunderbar, dass Sie da sind, Herr Klares. Ich muss jetzt aber ins Geschäft. Meine Mitarbeiterin hat heute frei. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Hane. Den kennen Sie noch nicht. Guten Tag, Herr Klares. Ja, ich muss aber wirklich los. Tut mir leid. Dürfen wir mal reinkommen? Wir können auch sofort hier miteinander sprechen, im Treppenhaus? Nein, nein. Kommen Sie rein. Vielen Dank. Das sind ja sehr schöne alte Stiche. Ja? Ja. Müssten Sie erst mal seinen Laden sehen, Hane. Herr Klares, haben Sie eine Erklärung dafür, dass wir in Ihrem Wagen Kaschmirfäden gefunden haben? Unsere Techniker haben sie in den Ritzen Ihres Kofferraums entdeckt. Und dass der Tod in eine Kaschmirdecke gewickelt war, das haben wir Ihnen ja schon gesagt. Herr Klares, am besten wäre es, Sie erzählen uns einfach, was vergangenen Mittwoch passiert ist. Kommen Sie, setzen wir uns. Ja, fangen Sie an. Ich weiß nicht, ich... Ja, ich bin da in was reingeraten. Ich hatte Schulden. Ich hatte zu viele alte Stiche gekauft und konnte die Bilder nicht gleich weiterverkaufen. Eine Kundin hat mir Geld angeboten. 8.000 Euro als Kredit. Wann war das? Vor einem halben Jahr ungefähr. Vor 3 Tagen rief sie mich dann an. Ich solle zu ihr kommen. Im Wohnzimmer lag ein Mann, er war tot. Sie bot mir an, mir die Schulden zu erlassen, wenn ich die Leiche entfernen würde. Das haben Sie dann getan? Ja. Ich habe geholfen, die Leiche in eine Decke einzuwickeln. Den Rest wissen Sie ja. Wir brauchen noch Ihre Fingerabdrücke. Kommen Sie bitte zu uns aufs Präsidium heute Nachmittag. Jetzt wissen wir noch nicht, wo Sie die Leiche abgeholt haben. Welches Haus, welche Adresse? Wenn Sie ablegen wollen? Wir wollen nicht so lange bleiben, Frau Gruber. Aber der Dr. Roloff ist leider nicht zu Hause. Wissen Sie denn, wo er ist? Kommen Sie doch bitte rein. Danke. Ich nehme an, der Doktor ist unterwegs. Er hat doch überall seine Filialen. Sonst legt er mir ja immer einen Zettel hin oder ruft mich an und sagt mir, wann er zurückkommt. Ich mache mir schon Sorgen. Sagen Sie, der Herr Dr. Roloff, sieht er so aus? Ist etwas mit ihm? Ist er das? Ja. Herr Dr. Roloff ist ermordet worden. Jesus Maria. Erlauben Sie, dass wir uns ein wenig umsehen? Machen Sie, was Sie machen müssen. Hat der Doktor denn mal erwähnt, dass er sich bedroht fühlt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Und gibt es auch eine Frau, Roloff? Die gnädige Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Bei einem Autounfall. Sie haben damals in Spanien gelebt. Dann ist der Doktor zurück nach Deutschland. Allein? Und andere Frauen? Ich meine, hat er manchmal jemanden hierher mitgebracht? Das waren nur immer ganz kurze Bekanntschaften. 2 oder 3 Nächte sind die geblieben. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Kommen Sie mal. Haben Sie hier gewischt? Da war ein Fleck und ich dachte... Auf dem Teppich auch.
Den muss ich noch wegbringen. Das lassen Sie bitte. Diese Decke, kommt die Ihnen bekannt vor? Ja, die liegt immer auf dem Stuhl. Die hat der Doktor aus England mitgebracht. Kennen Sie Jörg Klares? Er betreibt ein Geschäft für alte Landkarten und Stadtansichten. Können Sie den Namen nochmal sagen? Jörg Klares. Den kenne ich nicht. Aber Dr. Roloff scheint ihn gekannt zu haben. Möglicherweise war er sogar mit ihm verabredet. Diese Visitenkarte steckte im Terminkalender. Und zwar auf der Seite vom vergangenen Mittwoch, Roloffs Todestag. Kunstantiquariat Jörg Klares, An- und Verkauf. Hat der Mann den Doktor umgebracht? Zumindest hat er versucht, seinen Leichnam zu beseitigen. Mehr wissen wir noch nicht. Hane? Im Laufe des Nachmittags kommen einige Leute von der Spurensicherung und werden sich hier weiter umsehen. Mutzelein. Ich glaube, sie spürt, dass ihr Herrchen tot ist. Sie ist seit Tagen unruhig. Der Doktor war so ein guter Mensch. Tut uns sehr leid für Sie. Danke. Wieder schauen. Antiquariat Klares? Ich bin's. Wo bist du? Weit weg, aber ich werde bald wieder zurück sein. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich muss wissen, was da passiert ist. Hör zu, die Polizei hat die Leiche gefunden. Und sie wissen, dass ich sie im Kofferraum hatte. Was hast du der Polizei gesagt? Keine Sorge, ich habe dich da rausgehalten. Ich habe ihnen gesagt, eine Kundin hätte mir Geld geboten, um den Toten wegzuschaffen. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich bin sogar in das Haus eingestiegen. Ich konnte dir nicht mehr Bescheid sagen. Du wirst es alles verstehen, wenn ich es dir erzähle. Ich liebe dich doch. Du bist der einzigste Mensch für mich. Was soll ich jetzt machen? Ich glaube nicht, dass die Polizei mir meine Geschichte glaubt. Am Ende stehe ich noch als Mörder da. Das darf nicht sein. Dann musst du denen sagen, dass ich es war. Dann stelle ich mich der Polizei. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich melde mich wieder. Ja? Nein, nein, warte, warte. Du hast gesagt, dass du Riedberg heißt. In dem Haus... Ich kann nicht mehr. Tut dir leid. Ich habe mir das alles viel leichter vorgestellt. Du kannst nicht mehr zurück. Und selbst wenn, es wird nichts mehr ändern. Komm. Ja, guten Tag, Klares ist mein Name. Ich hatte vor ungefähr 2 Minuten einen Anruf. Können Sie vielleicht zurückverfolgen, woher der kam? Ah, das geht nicht. Nee, egal, macht nichts. Vielen Dank trotzdem, vielen Dank. Hm? Oh, Sie hätten ruhig weiter telefonieren können. Guten Tag. War nichts Wichtiges. Oh, kann man da einen mitnehmen? Gern. Herr Klares, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Wir haben ein paar neue Erkenntnisse. So, da lang. Hane, alles klar? Da habe ich was Interessantes gefunden. Das Mordopfer Roloff, Dr. Roloff, übrigens seine Filialen sind Drogeriefilialen,
Roloff wurde vor 14 Jahren in Österreich von den Kollegen der Mordkommission Innsbruck festgenommen. Was war der Grund? In einer Berghütte am Timmelsjoch war eine junge Frau nach einem Vergewaltigungsversuch erschlagen worden. Roloff soll mit seinem Freund in dieser Berghütte übernachtet haben. Beide gerieten in Verdacht, aber die Sache blieb dann an dem Freund hängen. Also, ich lasse mir jetzt den ganzen Vorgang kommen. Ja. Vorher gehe ich aber noch in die Kantine. Soll ich Ihnen was mitbringen? Sie sehen so verhungert aus. Ich sehe verhungert aus. Der Herr Klares ist jetzt da. Wohin? Oh ja, rüber ins Vernehmungszimmer und sagen Sie Frau Bender Bescheid, ja? Wieder nichts mit der Kantine. Chance verpasst. Sie haben die Wahrheit gesagt, Herr Klares. Aber leider nur die halbe. Den Toten haben Sie tatsächlich aus dem Haus abtransportiert, das Sie uns genannt haben. Aber die Frau, die Ihnen angeblich den Kredit erlassen hat, die gibt es nicht. Das ist Ihre Visitenkarte, nicht wahr? Woher haben Sie die? Sie steckte im Terminkalender des Mordopfers. Und wissen Sie, auf welcher Datumseite? An genau dem Tag, an dem Dr. Roloff ermordet wurde. Das verstehe ich nicht. Ich habe den Mann nie gesehen. Wir denken, dass Dr. Roloff mit Ihnen verabredet war. Sie haben Ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Auf dem Anrufbeantworter, an den Türen, Möbeln, überall. Was sind das für Kratzer auf Ihrer Hand? Katzen schlagen so zu. Ich glaube, ich muss Ihnen das erklären. Und erklären Sie uns vor allem, was Sie bei Dr. Roloff gewollt haben. Die Frau, die mich anrief, sie nannte sich Riedberg. Hella Riedberg. Ich dachte, es wäre die Frau des Toten. Nein, die Frau des Toten ist vor 2 Jahren gestorben. Das verstehe ich nicht. Ich war mit Hella zusammen. Ich habe... Was haben Sie? Mein Gott, ich habe sie geliebt. Und ich liebe sie immer noch. Möchten Sie was trinken? Ja, gerne. Erzählen Sie uns mehr von dieser Frau. Ich habe sie vor ungefähr 6 Wochen kennengelernt. Sie kam zu mir in den Laden, hat sich Landkarten angesehen. Ich habe alles geglaubt, was sie mir erzählt hat. Auch, dass ihr Mann hinter unser Verhältnis gekommen war. Sie hat mir Fotos gezeigt, die ein Detektiv geschossen hat. Eine Stunde später rief sie mich an, ich sollte zu ihr kommen. Es wäre etwas passiert. War es das erste Mal, dass Sie in das Haus kamen? Ja. Sie war sehr vorsichtig. Es war immer sie, die mich angerufen hat. Ich hatte nicht mal ihre Telefonnummer. Aber sie hatte ihre Visitenkarte und hat sie in Roloffs Terminkalender gelegt. Jetzt müssen wir nur noch herauskriegen, wie diese Frau überhaupt in das Haus kam. Und ob es diese Frau überhaupt gibt. Und solange wir das nicht wissen, bleiben Sie unser Hauptverdächtiger. Sie können gehen, aber halten Sie sich zur Verfügung, ja? Naja. Oder haben Sie noch eine Frage? Nein, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Danke. Wiedersehen, Herr Klares. Ja, wiedersehen. Ich hätte ihn festgenommen. Der läuft uns nicht weg. Haben Sie seine Geschichte geglaubt? Nicht wirklich. Ich weiß ja nicht, was Sie haben. Vielleicht ist es was Schlimmes. Aber es wäre schade, wenn der Laden dabei kaputt gehen würde. Wirklich, sehr schade, ja. Ich gehe jetzt in Mittagspause. Soll ich was mitbringen? Ich brauche nichts, danke. Bis gleich. Oh nein, jetzt regnet schon wieder. Ich nehme dann den Schirm. Ja, ja, machen Sie das. Moment! Der Schirm muss hier bleiben. Der gehört einer Kundin. Naja. So. Zu meinem Einstand. Na, das ist mein Assistent. Prost! Wow, das ist aber toll. Sein Einstand. Nix Kantine, Arne. Greifen Sie zu. Möchten Sie auch?
Danke, sehr gern. Ihr erinnert euch, der Mord am Timmelsjoch vor 14 Jahren. Ich habe den Vorgang jetzt ganz durchgearbeitet. Roloff soll mit seinem Freund in dieser Berghütte übernachtet haben, in der am nächsten Morgen die erschlagene Frau gefunden wurde. Beide Freunde gerieten in Mordverdacht. Aber Roloff hatte einen Zeugen, der unten im Dorf lebte und der bestätigen konnte, dass er schon am Abend ins Tal zurückgekehrt war. Und jetzt haltet euch fest, den Zeugen von damals kennen wir. Es ist Klares. Jörg Klares. Derselbe. Willkommen im Kommissariat 1. Lieber Dahlberg, das wäre jetzt zwar mein Telefon, aber... Der hat das sofort verstanden. Kommissariat 1, Apparat Siska, Dahlberg. Klares. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich kann beweisen, dass es diese Frau gibt. Ja, Herr Klares, wir kommen gleich zu Ihnen. Nein, nein. Ich komme zu Ihnen. Danke. Wie Sie wollen. Gut. Die Frau hat das Café verlassen und dabei diesen Schirm vergessen, ja? Ja. Ich bin ja noch nachgelaufen und habe gesehen, dass sie in einen fremden Wagen eingestiegen ist. Was war das für ein Auto? Ein Geländewagen, grün. Japaner, glaube ich. Ja, konnten Sie die Nummer erkennen? Nicht ganz. Nur die Buchstaben München und A und S. Der Rest dürfte rauszubekommen sein. Ich kümmere mich mal darum. Ich habe sie später auch danach gefragt. Sie sagte nur, eine Freundin hätte sie abgeholt. Aber das war wahrscheinlich auch gelogen, wie alles. Ich gehe dann, ne? Ja, Sie können gehen. Danke. Das heißt, Herr Klares, eine Frage habe ich noch. Sagen Sie, warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie das Mordopfer Dr. Roloff gekannt haben? Entschuldigung, ich weiß nicht, was Sie meinen. Vor 14 Jahren, da haben Sie eine Aussage gemacht bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zu seinen Gunsten, zugunsten von Dr. Roloff. Wissen Sie das nicht mehr? Doch, wie ich ihn so da liegen sah in seinem Haus, tot und blutverschmiert, da habe ich ihn wirklich nicht erkannt. Ja? Erst als Sie mir seine Fotos gezeigt haben, da kam dann die Erinnerung wieder. Glauben Sie, dass das ein Zufall ist, dass Sie Ihren alten Bekannten plötzlich als Toten wiedersehen? Ich glaube bald gar nichts mehr. Für mich ist das alles hier nur noch ein Albtraum. Jetzt können Sie gehen. Danke. Ah, Ihr Auto können Sie abholen. Hier ist der Schlüssel. Danke. Tja, Spurensicherung für den Schirm. Dahlberg, glauben Sie da ein Wort? Die Nummer MAR? Nein, bleibt bei M-AS. Gut, ich schau mal, was wir haben. Hier ein Nissan Patrol, Kennzeichen MAS 420. Zugelassen? Zugelassen auf Holzgroßhandel Funke. Weiter. Warum sucht euch die Sachen eigentlich nicht selber raus? Ach, weil ihr das viel besser könnt, ihr macht das doch jeden Tag. Gut. Ein Toyota RAV, Kennzeichen MAS 207. Mhm. Und? Zugelassen auf einen Robert Felden. Kommen noch mehr? Nein, das war's. Das war's? Gut, druck mir das bitte aus, ja? Gerne. Danke. Servus, Kollegen. Wo wohnt er denn bitte? Im 6. Stock, beim Aufzug, links den Gang hinter. Danke. Bitte. Bist du schon zurück? Entschuldigen Sie, ich dachte... Sie sind Herr Felden. Ja? Hauptkommissar Siska, das ist mein Kollege Herr Dahlberg. Guten Tag. Können wir Sie ein Momentchen sprechen? Ja, natürlich, wenn Sie mir sagen, worum es geht. Danke.
Herr Felden, der Wagen, den Sie fahren, der trägt das Kennzeichen MAS 207, ja? Stimmt, ja. Am Mittwoch, den 21., so zwischen 15 und 16 Uhr, stand er in der Marstallstraße. Tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Stand ich da im Halteverbot? Dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind von der Mordkommission. Aber die Marstallstraße kennen Sie doch, oder? Ja, mein Weinhändler ist um die Ecke, da kaufe ich manchmal ein, also nicht oft, aber... Und an diesem Mittwoch, den 21., zwischen 15 und 16 Uhr, da ist eine Frau zu Ihnen in den Wagen gestiegen, Mitte 30, und Sie sind dann mit ihr weggefahren. Das stimmt, das hatte ich ganz vergessen, Entschuldigung. Ja, ich hatte ein paar Weinkisten im Auto und wollte gerade losfahren, da klopft es bei mir an die Scheibe. Die Frau hat mich gebeten, dass sie mitfahren kann. Ich sah sehr hübsch aus, ich habe sie natürlich mitgenommen, aber ein paar Straßen weiter wollte sie wieder aussteigen. Sie ist dann in einer Einkaufspassage verschwunden. Was für eine Einkaufspassage? Elwiesenhof. Und wie sah die Frau aus? Blond, zierlich, schön. Ja? Haben Sie wieder gesehen? Das hätte ich mir gewünscht, aber leider... Darf ich fragen, warum Sie sich für die Frau interessieren? Wir müssen Sie befragen, in einer Sache. Sie sagten, Sie sind von der Mordkommission. Genau. In einer Mordsache. Ich verstehe. Danke für Ihre Hilfe. Wir finden alleine raus. Wiedersehen. Wiedersehen. Und? Die Frau, von der Clara es erzählt hat, scheint es also zu geben. Sieht ganz so aus, aber jetzt denken Sie mal nach, Dahlberg. Was ist, wenn uns der junge Mann trotzdem nicht die Wahrheit gesagt hat? Dann kennt er die Frau und will sie schützen. Genau. Ja? Na endlich. Habt ihr den Herrn mit dem Geländewagen schon besucht? Wir waren gerade bei ihm. Euer Eindruck? Sympathisch. Dann erzähle ich euch mal was. Der Mann, den ihr gerade besucht habt, heißt Felden. Ja, das wissen wir. Ja, aber Felden hieß auch der Mann, der mit Dr. Roloff damals in der Berghütte am Timmelsjoch war. Mir ist erst jetzt die Namensgleichheit aufgefallen. An diesem Felden blieb damals der Mordverdacht hängen, nachdem Roloff von unserem Freund Clares entlastet wurde. Felden wurde vor Gericht gestellt und verurteilt. Er hat sich später in seiner Zelle erhängt. Das war's. Ende der Durchsage. Und? Blaulicht. Der ist doch zu jung, das kann doch nicht der Felden sein, der damals verurteilt wurde. Das ist richtig. Vielleicht ist das der Sohn? Ja, Siska, eine Fahndung. Der Wagen hat das Kennzeichen MAS... 207. 207, ja. Rufst du mal einen Schlüsseldienst? Wir schauen uns die Wohnung an. Genau, ein grüner Toyota. Prinzregentenstraße, Stadt auswärts, der muss jetzt auf der Autobahn sein. Dahlberg. Clares? Ich bin's. Ich bin wieder zurück, wir müssen uns sehen. Du hast mich reingelegt. Jedes Wort war eine Lüge, du hast mich benutzt. Das ist nicht wahr, du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Ein Mann ist ermordet worden. Ich war in seinem Haus und ich habe ihn gekannt. Bitte,
Wir müssen uns sehen. Ich kann dir alles erklären. Erklär's der Polizei. Warum bist du denn so hart? Was ich getan habe, das habe ich alles für uns getan. Ich liebe dich. Du musst mich anhören. Ich warte auf dich in einer Stunde an der Haltestelle, an der wir uns immer getroffen haben. Bitte. Bitte komm, ja? Polizeipräsidium, Vermittlung. Ja, Klares hier. Könnte ich bitte mit Herrn Kommissar Siska sprechen? Einen Moment. Das Büro ist im Augenblick nicht besetzt. Würden Sie dann vielleicht was ausrichten? Es ist sehr wichtig. Moment, ich verbinde Sie mit dem Kriminaldauerdienst. Ja, danke. Er kann nur die Haltestelle an der alten Kiesgrube gemeint haben. Da hält seit Jahren kein Bus mehr. Aber die Haltestelle ist vielleicht noch da. Danke, dass du gekommen bist. Du siehst angegriffen aus. Findest du? Komm, gib mir einen Kuss. Du wolltest mit mir reden. Aber nicht, wenn du mich so ansiehst. Gut, dann fahre ich hier wieder. Du hast ein wunderschönes Geschäft. Eine wahre Schatzkammer. Wann hast du den Laden gekauft? Was willst du damit sagen? Ich denke seit 14 Jahren. Mit dem Geld, das du von Dr. Roloff bekommen hast. Ich glaube nicht, dass ich mir das länger anhören muss. Sie werden es sich anhören, Herr Klares. Wer ist das? Losfahren. Fahr los. Sag ihm, wer ich bin. Das ist mein Bruder. Unser Vater war mit Roloff befreundet. Nach einer Bergwanderung kehrten die beiden in einer Hütte ein. In der Nacht versuchte Roloff, die junge Hüttenwirtin zu vergewaltigen. Als ihm das nicht gelang, erschlug er sie. Unser Vater konnte es nicht verhindern. Aber er wurde vor Gericht gestellt. Er hatte keinen Zeugen, der für ihn lügen konnte. Er wurde zu 20 Jahren verurteilt und hat sich in seinem Knast erhängt. Roloff hat sich ins Ausland abgesetzt und munter weitergelebt. Unsere Mutter ist 2 Jahre später an ihrem Kummer gestorben. Das wollte ich nicht. Roloff hat mir versichert, er ist unschuldig. Ich wollte doch nur helfen. Wir waren halbe Kinder, als wir unsere Eltern verloren haben, wegen dir und Roloff. Deswegen habt ihr ihn umgebracht. Und mich wollt ihr jetzt als Mörder dastehen lassen, ja? Fahren Sie da vorne links ran. Steigen Sie aus. Raus! Sie haben der Polizei meine Wagennummer genannt. Wenn ihr meiner Schwester gegenübergestellt wird, könnten Sie beweisen, dass Sie die Frau in Roloffs Haus war. Das will ich doch nie tun. Glauben Sie mir, ich habe sie geliebt.
vorne rechts! Sie sind Iris Felden. Bei Klares nannten Sie sich Hella Riedberg. Ja. Wer hat Dr. Roloff umgebracht? Iris oder Hella, wie Sie wollen. Kommen wir.